Hallo, hallo, hallo. Morsche. Das ist unser dritter Tag in Schweden. Und wir sind immer noch in Gävle. Im Parkhaus. Im Parkhaus, jetzt auf dem Weg zum Auto. Und gucken uns gleich die Gegend an. Wie geil ist das denn? Also nicht nur im Parkhaus, sondern auch außerhalb, ne? Also, ach so. Ja, ja. Fahren an die Küste. Das Meer. Ninja Training. Sauber. Hallo und gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Manoki live aus den Studios von Radio Rheinwelle in Wiesbaden. Hier bei Radio 92,5. Am Mikrofon der Christian und draußen in der Welt unterwegs ist der Sashi. Gute Sashi. Hallo Christian, na, wie geht es dir? Mensch, hier. Wir sind hier in den Gefilden von Schweden unterwegs und wir haben bei uns den Mark Hagenbeck. Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf. Ja, hallo Marc, hallo, der Bujan auch mit im Studio. Mensch, der Bujan. Im fahrenden Studio hier von Radio Rheinwelle 92,5. Sag mal hallo Bujan. Hallo Bujan. Ja, das habe ich erwartet. Ja, wir haben unser Studio zusammengepackt. Und haben uns gedacht, wir fahren mal ein bisschen mit dem... Warum redest du eigentlich wie ein Cowboy? Weil wir hier im Norden unterwegs sind. Har, har, har. Har, 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 har. Genau. Ja. Wir sehen hier Pippi Langstrumpfs Haus. Ja. Da hinten ist der kleine Onkel. Ja, der kleine Onkel, nicht der übrigens... Hose, sondern im Baum wohnt. Der im Baum wohnt, haben wir gelernt. Ja. Christian hat uns... Ja. Ich habe Herrn Nilsson und den kleinen Onkel verwechselt. Ja, ja, genau. Schoki Manoki, live raus! Warte. Achso, Entschuldigung, ja? Ah ja, genau. Das war Schoki Manoki, live aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5. Bleibt sauber, wir sehen uns. Tschö! Oh yeah. Bring it down to me, girl, yeah. Oh yeah. I like it like this. Ooh, ah. Wir sind angekommen in Söderhamn. Söderhamn. Söderhamn, das ist direkt am Meer. Meer. Ist am Meer, ja. Wir laufen jetzt zum Meer. Wir haben gerade geparkt, nachdem wir ungefähr 85.000 Mal im Kreis gefahren sind. Wieso das denn? Ja, wieso das denn, genau. Und wir gucken uns jetzt das Meer an. Das sieht sehr vereist aus. Es ist ganz schön kalt hier. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Das ganze Meer ist zugefroren. Ja, komplett alles. Ja. Ja. Danke. Wir gucken mal. Wir sind jetzt am Meer angekommen. Aber hier ist gefroren. Ja, das Meer ist komplett zugefroren. Vielleicht sollen wir auf das Meer auf der anderen Seite gehen. Guck mal hier, da. Alles voller Eis. Vanille-Eis, Eis, Baby. Ja. Oh, guck mal. Die beiden Schlaubi-Schlaus kommen auch jetzt dazu. War der denn die ganze Zeit? Ja, Julia muss pissen. Ja, super. Das ist Information, die man benötigt. Guck mal, das Meer. Dass es am Meer gerade beim Pinkeln auf 30 cm geschrumpft ist. Echt? Ja. Ja, Hammer. Ja. So, wer taucht jetzt aufs Eis? Du. Da muss ich jetzt doch mal bitte jemand. Da muss ich aber jetzt mal kurz auf Maps gucken. Was denn? Ob das Meer ist oder was? Das ist doch bestimmt ein See hier. Das ist kein See, das ist ein Meer. Das ist ja hier ein zurückgelagerter See. Das ist kein See, das ist ein Meer. Kannst du ja mal probieren, ob es salzig ist. Ich leck mal an der Eisscholle. Das Meer. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Felsenmeer da drüben. Ich muss aufs Klo. Wie, willst du jetzt ein Klo suchen oder was? Hier mitten im Nichts suchst du jetzt ein Klo oder was? Bist du groß oder klein? Ich bin groß oder klein. Ich habe mich jetzt hier auf einen Felsen getraut. Ich bin so weit oben, wie man nur in Söderhamn sein kann. Das ist der Söderhammer. Der Söderhammer. Der Söderhammer. Ja. Hier oben, guck mal.
voll der krasse Felsen. Christa hat sich auch hochgetraut. Ich bin ganz schön hoch hier, du. Bist du Freeclimbing oder hast du mit... Mit meinen Ninja-Kampftechniken. Ja, stimmt, haben wir ja gesehen, die Ninja-Kampftechniken. Ja. Ja. Wir sind hier auf einem Felsen! Hey, denkst du auch mal die Anwohner? Könnt ihr uns hören? Ja. Schön hier oben! Ja? Warum schreien wir eigentlich so? Weil der Ton ist ja direkt hier! Achso, ich dachte, wir müssen bis zur Kamera rufen! Dieses Schild da ganz vorne, das ja? Sprenggebiet. Was heißt das? Sprenggebiet? Das ist so französisch. Hört ihr auch dieses Horn? Sprengska, Gebietska, ja, das ist hier. Das ist also, es ist also eine beeindruckende Natur. Es ist also diese Dynamik und diese Kraft. Nein, auf geht's an. Ja, sind wir jetzt eigentlich am Meer oder sind wir an dem See? Ich glaube, da hinten ist auch das Meer. Da hinten ist, glaube ich, so richtig das Meer. Ja. Das, wenn du Deutscher bist, darfst du da nicht so hin. Das, also da hinten irgendwo, da ist das Meer so. Da. Ja, ja. Da muss man so zeigen, ne? Dann war gleich abgeholt. Achso, Hafenlotten, was ist jetzt? Ja, wir wollen erstmal Hafen. Schiffe gleich Hafen. Hafen gleich Lotten. Ich bin in jedem Hafen ein Mädchen. Genau. Der Marc ist in jedem Hafen. Ich war in jedem Hafen ein Mädchen. Ja gut, würde ich sagen, packen wir es, oder? Ja, da haben wir das doch erledigt. Ja, dann gucken wir aber nochmal, dass wir irgendwas finden mit Hafen. Ja. Wo der Marc einfach mal wieder Mädchen sein kann. Ja! Ja! Und bitteschön. Das hier verlosen wir. Schoki Banoki verlost einen schwedischen Bumerang. Das Gute an den schwedischen Bumerangs ist, sie kommen nicht wieder zurück. Wer jetzt einen Kommentar unter dieses Video schreibt, der ist im Rennen für den Lostopf. Ein schwedischer Bumerang. Exklusiv von Schoki Banoki. Wir sind in Skerda! Skerda! Und ja. Skerda! Es ist ein bisschen winterlich hier. Es ist ein bisschen sehr scheiße winterlich hier. Es ist alles zugefroren hier. Aber man bemerke, Christian hat keine Jacke an. Christian? Da ist der Christian. Christian? Ja. Never wears a jacket. Das ist ja unser Parkhaus-Ninja. Ja. Ja. Skerda! Skerda! Kommt doch mal raus aus der Kiste jetzt! Und? Wo sind wir jetzt? Was gibt's? Wir sind in hier, Tänkelergruppen. Tänkelergruppen? Ja. Ach, Puja, hast du die Stunde nachgeholt für 10 Minuten? Wir hatten nämlich Zeitumstellung. Also der Puja nicht verkraftet. Hat der Puja nicht verkraftet. Und jetzt auch noch stinkig, deswegen. Hat der Puja nicht verkraftet. Söderhamn! Jetzt sind wir hier am. Was ist das eigentlich da oben? Wie heißen wir aus hier? Söderhamn! Aber was ist denn das, Söderhamn? Was ist denn das da oben? Ist das eine Kirche oder was ist das? Das werden wir gleich rauskriegen, wenn wir oben sind. Leuchtturm. Ja? Ja, kann sein. Ich glaube auch. Ja, irgendwas ist auf jeden Fall sehr hoch hier. Ja. Wir werden jetzt mal da hoch eiern. Versuchen es nicht auf die Fresse zu fallen. Da schaust du runter auf dein Land. Alles dir, soweit das Auge reicht. Das ist richtig. Ja. Mann, Mann, Mann. Hammer hat. Wir sind jetzt hier unterwegs in Brönern.
Brönern ist bei Jävle. Und wir laufen jetzt am Baltischen Meer entlang. Richtig? Ja, richtig. Richtig. Ja. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es falsch gewesen wäre. Aber kleine Verbesserung, es heißt Brönern ohne R. Was habe ich gesagt? Brönern. Brönern? Ja. Baltisches. Baltisches? Baltisches. Es ist kein niedliches Meer, es ist ein niedliches. Aha, okay. Gut, also jetzt wissen wir Bescheid. Wir machen so, wie Puja sagt. Wir machen es genau. Das heißt des Videos. Heißes Geil, egal. Wir haben es gleich geschafft. Endlich sind wir beim Leuchtturm in Böhnern. Ja. War ein weiter Weg. War ein weiter Weg. Zwischenzeitlich hat sich der Christian. Der Landeplatz ist. Zwischenzeitlich hat sich der Christian Kreuzbandriss zugezogen. Kreuzband und Schulter-Eckgelenksprengung im Fuß. Und keiner hat ihm geglaubt. Nee. Ja, verarschen kannst du uns nicht so. Ja, genau, das hat der Richtige, ne? Egal. Ja. Hier jetzt im Hintergrund sehen wir auch den Leuchtturm und den Pujan. Und den Christian und den Mark Hagenbeck. Ja, da, das gucken wir uns mal an. Wieder ein Film. Ich wollte doch gar kein Video machen. Aber komm, dann ziehen wir es durch. Warte, ich komm. Komm mal hier rüber geklettert. Hier ist Schweden zu Ende. Ja, wir sind hier am äußersten schwedischen Punkt. Hier, da sind so hier hört Schweden auf. Ja, das ist nur noch Wasser. Und im Wasser, weil, wissen wir ja, Wasser ist Schweden ja nicht mehr existent. Nee, das ist nicht das Wasser Schweden. Nee. Aber hier hört es auf. Guck mal, da hinten ist... was ist denn da hinten eigentlich? Guck mal, gegenüber von Schweden. Das Wasser ist gegenüber von Schweden. Nee, okay, das ist so. Das ist ein Gegenüber. Hey, was ist ein Gegenüber von Schweden? Na, frag doch die beiden nicht. Okay. Brauchst du den Hagenbeck und den Puja auch nicht fragen? Ganz vergessen. Du. Keine? Ich guck grad, warte. Ja, guck mal nach, wir sind live mit dabei. So, wir haben mit 4G. 4G? Hier, jetzt überall 4G. Pass auf. Überall 4G. Hammer, hammer hart. Ja, und was ist gegenüber? Sag mal. Warte. Warte mal. Warte mal. Was ist denn da? Alter, das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja, das ist nur Wasser. Was ist denn das? Finnland. Doch. Finnland. Turku. Was jetzt? Finnland? Turku und Tampere in Finnland. Turku und Tampere. Also da... Warte mal, ich drehe mich mal rum. Wenn man nach da kommt... Da, hallo. Da. Da. Großen da. Dahinter ist... Finnland. Respekt. Ja. Wir bemerken auch, ganz kurz, guck mal. Sieht man's, ja? Da hinten. Hinter Mark Hagenbeck. Da liegt auch der Puja auf der Bank und pooft. Ja? Da pooft er. Macht der nichts? Was ist der Name? Ja, also hier, da ist richtig ist Feuer. Hier? Richtig Feuer hier in dem Urlaub. Ah. Okay. Ach, herrlich. Finnland haben wir auch entdeckt. Respekt. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich beim Abendessen.
unser letzter Abend heute hier in Schweden. Und es wird bestimmt nicht lange dauern, weil wir sind alle total müde und wollen natürlich selbst. Heute wird gefeiert. Aber so bis 20 Uhr. Zieh das durch. Zieh durch, Junge. Noch 20 Minuten. Zieh durch. Zieh durch. Ich sag an dieser Stelle schon mal Cheerio, Miss Sophie. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, ja. Der Tag ist zu Ende. Hallo, hallo, hallo. Nein, das kommt erst wieder am nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, Besuch Basinski und er so Google. Ich würde gerne mal in Ruhe ein Foto machen können hier. Bleib doch mal einfach mal stehen. Nee, nicht stehen bleiben, sondern ich meine in einer Linie. Verdammte Scheiße. Macht die Linie gut? Ich wollte mal einfach mal ein cooles Foto machen von vier Leuten, die der Sonne entgegen. Ja, dann mach doch. Wo ist denn der Pujan jetzt? Ich sehe gar nichts. Scheiße. Das ist überhaupt wirklich schwer. Wo ist denn der Pujan? Das Geile ist, dass ich die ganze Zeit nur filme. Wo ist der Pujan? Jetzt. Ah, warte mal, jetzt muss ich den Film stoppen.